Einen wunderschönen guten Morgen aus Ungarn. Ich begrüße euch. Der letzte Vlog endete ja in... Wir sind wieder hier in Ungarn. Wir haben unseren Urlaub abgebrochen. Und ja, gestern haben wir frei gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir gestern keinen Daily Vlog machen. Wir haben ja Besuch zurzeit und wir wollten einfach die Zeit genießen. Und ja, heute geht es wieder weiter. Ich nehme euch heute mit durch unseren Alltag hier in Ungarn. Das Wetter ist hier zurzeit gar nicht meins. Es regnet dauerhaft quasi. Und ich habe geguckt, in Deutschland ist es 29 Grad und Sonnenschein. Da habe ich heute schon zum Band gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach nach Deutschland. Weil einfach das Wetter so geil ist. Und ja, mal gucken, wie es so... wie wir uns entscheiden. Bernd telefoniert gerade, ich melde mich gleich nochmal. So, ich gehe jetzt mal mit euch hier hin. Es ist schon einige Zeit vergangen, dass ich gesagt habe, so aus Spaß, komm, wir packen unsere Sachen und fahren einfach. Bernd musste jetzt eben, der hatte einen Termin, deswegen ist er außer Haus. Und es sieht bis jetzt tatsächlich so aus, dass wir ja ganz kurzfristig jetzt wieder nach Deutschland fahren. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Ich war jetzt schon ein paar Mal am Wohnwagen, habe ein paar Sachen rausgeholt und reingebracht, sodass da halt alles, weil wir dann eine längere Reise machen, ja, alles up to date ist. Ziemlich verwirrend, ich weiß. Es ist halt, wir haben halt die Möglichkeit des Reisens und dieses Spontansein und ja, da passiert sowas halt mal. Genau, ich mache mich jetzt noch nicht fertig, weil ich jetzt erst gleich Sport mache. Und dann mache ich mich fertig. Ich muss jetzt aber nochmal zum Wohnwagen. Herzlich willkommen. Ich war gestern auch hier und habe Fenster geputzt und die Ritzen geputzt und Teppiche rausgeholt. Und jetzt wollte ich halt eben hier einmal saugen und klar Schiff machen. Und Bernd hat jetzt gerade angerufen und gesagt, ja, ich komme jetzt hier am Supermarkt vorbei. Brauchen wir noch was für die Fahrt? Also, ja. Es ist so aufregend. Anziehen? Hier. Ja. Ja, wir ziehen auch noch Schuhe an. Schuhe an, wir gehen jetzt Salat ernten. Ich warte auf dich, ja. Wir können ja auch mal die Wettersituation sehen. Jetzt ist es gerade trocken, aber eigentlich ist es nur am Regnen. Und gleich soll es auch wieder regnen. Deswegen nutzen wir jetzt die trockene Phase. Papi. Schnell den Salat zu ernten, ne? Wo ist denn der Salat, Livia? Da hinten, ne? Wir gucken mal, ob noch was da ist. Der Wein, der hat schon ganz viele kleine Knospen, also Früchte, Mini-Früchte. Ich zeige die euch eben, wo ich hier bin. Und der sprießt, den kann ich jetzt jeden Tag hier binden. Ich hatte den ja ganz kurz gemacht im Herbst. Und ja, muss ich mich gleich mal drum kümmern. Da seht ihr die kleinen Fruchtreben, kleine Reben. Unglaublich, wie schnell das jetzt alles wächst. Ja, jetzt gucken wir nach dem Salat. Ja, schneidest du Salat? Mama. Ja, der kommt dann da rein, ja? Ah, oh, ich weiß, was das ist. Also vom Pfannkuchen. Mama, Kiki. Lieber, willst du schaukeln bei Bima? Schaukeln? Weißt du noch, wo wir gegen Sachen geschaukelt sind? Ja. Soll das nochmal machen? Nein. Dann komm hier rein. Hopp. Oh, wo ist die Livia? Mit der Decke, ne? Ja, Siegel. Ist das schöner? Okay. Mummel dich an. Es regnet. Den ganzen Tag. Zum Glück haben wir die Veranda hier. Mit der Füße Schwung. Mal Schwung nehmen, Mima. Schwung! Und jetzt du. Bam! Ah.
Boah, wenn ich hier wieder absack mit meinem. Wenn der Haken wieder reißt. Ich krieg die ganze Tropfen ab, wenn ich. Dusche. Haben wir Wasser gespart? Soll ich dir Duschgel geben? Und. Hui! Boah! Sorry! Livia, kannst du feste treten? Tritt mir den Nacken. Ja, am Fuß ist nicht schlimm, aber wenn der Kopf da ist, dann müssen wir aufpassen. Smurfy schläft jetzt. Irgendwie hängt man so richtig im Pudding heute. Weil das Wetter halt so ist, wie es ist. Und ja, es hat sich jetzt ereignet, dass wir auf jeden Fall noch in Ungarn bleiben. Und die Vernunft hat gesiegt. Wir erwarten noch ein paar Pakete und haben noch Termine, bitte. Kannst du mal reinheben? Ja. Warte, Moment. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, dass ich euch Schwung mache. Livia, bist du bereit? Kann ich euch Schwung machen? Also, wir erwarten noch Pakete. Dann kommt ja noch der Verputzer, weil wir haben ja hier den Außenstrom bekommen. Und das muss alles noch verputzt werden, diese ganzen Schlitze. Und machen wir das erstmal. Und fahren dann nächste Woche los. Und ja, mal schauen, ganz in Ruhe. Hui! Liegt sie bei dir jetzt? Oh, ist das schön, Livia? Ja. Guck mal, Livia, da kreist noch ein bisschen. Wow! Guck mal, da vorne der Hinrücken. Ihr hört's, ja? Ich darf jetzt durch den Regen gehen. Ich wollte eben meinen Stepper rausholen. Irgendwie müssen wir uns ja die Zeit vertreiben. Und ich wollte schon meinen Vormittagssport machen. Jetzt haben wir halt zwei. Und jetzt mache ich das einfach mit den Kindern. Ja, wenn man Besuch hat und die Kinder spielen, dann kommt schon mal ein bisschen Chaos auf. Ich räume jetzt auf, die anderen sind weg. Ich habe Sport gemacht übrigens und war dann schön duschen. Das tat richtig gut. Und ja, ich habe jetzt überlegt, hin und her überlegt, ob ich das überhaupt zeigen soll, dieses Hickhack. Dass wir ja abreisen, dass wir, ob wir hier bleiben. Das ist ja so ein Hin und Her. Und ich weiß, da werden einige schreiben, ja, halt, ja, das nicht verstehen. Aber ich entscheide mich dazu, das zu zeigen. Denn, ja, so sind wir halt, so ist es halt. Und der Akku war leer, entschuldigt. Wo war ich stehen geblieben? Dass es jetzt halt so ist. Wir bleiben jetzt noch in Ungarn und unsere nächste Reise wird nach Deutschland sein. Das habe ich ja dann heute auch schon verraten. Das wisst ihr ja schon jetzt. Ist es schon abends? Sie ist gemütlich gemacht. Ich habe den Teppich vom Wohnwagen jetzt hier hingelegt. Ja, es ist zurzeit vlogge ich irgendwie nicht so viel. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Noch essen. So. Ich will mich aber nicht rechtfertigen. Ist halt einfach im Moment so. So. Und ja, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Mache jetzt hier noch ein bisschen Haushalt, esse noch was zum Abendbrot und gehe gleich schlafen. Wir hatten einen schönen, entspannten Tag. Es ist halt zurzeit sehr schade, dass es so verregnet und regnerisch ist. Wir wären halt gerne mehr draußen, aber
Ja, kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich muss eben meine ganzen Sprossen waschen. Ich erzähle euch jetzt eine peinliche Story, weil ich heute zu wenig gevloggt habe. Und es gibt etwas, was ich euch eh schon lange erzählen wollte. Und das hat nie reingepasst, weil hat einfach nie gepasst. Moment. So, und zwar, wie viele ja wissen, habe ich Anfang des Jahres wieder angefangen, mehr Kosmetik selber herzustellen mit verschiedensten Sachen, zum Beispiel Haare waschen mit Roggenmehl. Ich habe mir verschiedene Naturprodukte bestellt, Shea Butter in reiner Form und sowas alles. Unter anderem habe ich auch Zahncreme selbst gemacht aus Kokosöl, Xylit und Minzaroma. Und ja, das haben wir dann benutzt, halt zum Zähneputzen. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das nicht schäumt. Aber vom Geschmack war das super. Und auch Livia hat das super geschmeckt und so. Ja, und wie viele ja vielleicht wissen, habe ich Zahnersatz. Aber ich habe auch ich habe auch noch normale Zähne, also echte Zähne. Und so fing es halt an. Irgendwie vor ein paar Wochen ist mir das so aufgefallen, dass sich meine beiden Zähne hier total verfärbt haben, ne? Und das haben mir dann auch schon einige so geschrieben. Das war mir so peinlich, ne, dass ihr das gesehen habt in den Videos, dass diese beiden Zähne so extrem durchsichtig und dunkel geworden sind. Wenn ihr ältere Videos seht von mir, also jetzt so, ich sag mal, 2-3 Wochen alt, dann seht ihr das noch, dass ich entweder versuche, so zu sprechen, dass man das nicht so sieht, oder die Sekunden rausschneide, wo man die Zähne so gesehen hat. Das war mir extrem peinlich. Dann habe ich schon überlegt, boah, wenn wir in die Türkei fahren, dann gehen, da wollen wir ja sowieso zum Zahnarzt gehen, alle zur Kontrolle und so. Und dann lasse ich mir da Veneers drauf machen, weil das so schrecklich aussah. Die sahen aus wie tote Zähne, so wo die Wurzel rausgenommen wurde. Ne? Ich habe mich wirklich geschämt, weil das auch wirklich hier vorne die Zähne waren. Naja, und dann kam ich halt so auf die Idee, ja, vielleicht ist das von dieser Zahncreme. Vielleicht. Ich nehme die mal nicht mehr. Ich nehme mal wieder normale Zahnpasta. Und dann habe ich mir an einem Abend die Zähne mit normaler Zahnpasta geputzt und direkt am nächsten Tag sah das besser aus. Also man sieht immer einen Unterschied. Ups, sorry. Man sieht immer einen Unterschied, dass das die echten Zähne anders aussehen als die Dings. Also bei mir jetzt ist es zumindest so, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich. Ich versuche jetzt nicht so zu lachen, weil ich weiß, alle gucken jetzt dahin und das ist mir halt, Zähne ist für mich immer noch so ein Thema. Naja, egal. Jedenfalls kann ich das Rezept nicht mehr empfehlen, was ich euch empfohlen habe von dieser Zahncreme. Ich habe jetzt erstmal die vom DM wieder genommen, diese Denk mit Kräuter, die mag ich halt am liebsten. Wegen Geschmack habe ich die genommen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Zahncreme selber macht. Wenn ja, wie? Und ob ihr die schon über einen längeren Zeitraum benutzt und ob eure Zähne weiß bleiben oder halt normalfarben. Das reicht mir ja schon, ne? Genau, ja, ich hoffe, ich konnte euch erheitern mit dieser peinlichen Geschichte. In diesem Sinne, ich esse jetzt Abendbrot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss!